Ich weiß, ich bin schon wieder ein wenig schleißig rasiert, aber die Damen, die da heute auf die Bühne im Pressecenter in der Wiener Stadthalle gehen wird, die definitiv auch. Ich glaube, wir wissen, von wem wir sprechen. Die Hütte wird heute, glaube ich, richtig voll, denn alle wollen ein Stück von der amtierenden Queen of Europe, von Conchita Wurst. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Ja, wo ist sie? Man kann sie vor lauter Journalisten ja fast nicht erkennen, aber Conchita steht definitiv mal wieder im Mittelpunkt. Beim Heim-Grand Prix hat sie allerdings als Moderatorin diesmal auch eine ganz neue Rolle. Vor drei Tagen habe ich mir gedacht, warum habe ich dazu gesagt? Wie ich letztes Jahr selbst im Green Room gesessen bin, war das Letzte, was ich brauchen konnte, dass mich jemand fragt, wie es mir geht. Ich habe einfach nur gespannt die Show verfolgt. Und dann kam diese Moderatorin zu mir und fragte mich, wie geht es dir? Und ich habe nur so vor mich hingestammelt. Dieses Jahr darf ich die Künstler nerven, aber es macht Spaß. This year, that's my part. So, well, anyhow, I really do enjoy it. Dass so viel internationale Presse anwesend ist, das nützt Conchita übrigens gleich für einen Aufruf. Ihre Biografie ist nämlich bereits in 6 Sprachen erschienen, aber da geht noch mehr. There are more to come. That's overwhelming. Sie soll noch in mehreren Sprachen erscheinen. Es ist überwältigend. Ich hätte aber gern, dass sie noch auf Spanisch übersetzt wird. Also, falls jemand Interesse hat, ruft mich an. Publishing my book in Spanish. Just call me. Großes Gesprächsthema ist natürlich auch Conchitas soeben erschienenes Debütalbum, das ausgesprochen vielfältig geworden ist. I think you have... Man braucht für jede Gefühlslage irgendeine Musik. Ich sehe mein Leben als ein Musical. Ich sitze auch gerne mal am Fenster, wenn es regnet, und höre mir einen traurigen Barbara Streisand-Song an. With a sad Barbara Streisand-Song. Was dann passiert, ist übrigens alles andere als traurig. Conchita bekommt nämlich für ihr Album völlig überraschend ein paar Tage nach Veröffentlichung schon Platin verliehen. Oh, gosh, that's... Oh. Unglaublich. Danke an meine Fans. Das ist großartig. My fans, I didn't expect this and that's huge. Da ist sogar die Frau Wurst ausnahmsweise mal sprachlos, fängt sich aber relativ schnell wieder und nützt das, um allen Anwesenden Danke zu sagen. A huge thank you to, in first place, the volunteers. Ein großes Danke an die freiwilligen Helfer. Sie arbeiten hier gratis und sind so hilfsbereit und geben sich große Mühe, eine gute Stimmung zu verbreiten. Nochmal ein großer Applaus. They really put a huge effort on creating a beautiful surrounding. And so, yeah, a huge applause to you again, seriously. Everyone is so focused and so motivated, and that's actually something. Alle sind so fokussiert und motiviert. Sowas habe ich noch nie erlebt. Die ganze Stadt, das ganze Land. Wir sind alle so aufgeregt und dankbar, dass ihr alle da seid. Die Medien, die Künstler. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und die beste Song Contest Woche aller Zeiten. It's the best Eurovision week that you ever experienced. Ja, Sie sehen es, jeder will ein Stück von der Wurst, zumindest ein Foto mit ihr. Und unsere Conchita hat natürlich wieder mal für jeden nur nette Worte übrig gehabt, hat heute sogar eine Platin-Schallplatte für ihr Debütalbum Conchita bekommen. Ja, und auch wenn ihr das wahrscheinlich die wenigsten prophezeit haben, ich glaube, von unserer Wunderwurst, von der werden wir auch lange nach dem Song Contest noch einiges hören.